Ja, Lachen, was ich zum Lachen denke, ist die Einsicht, dass das Lachen eine Form von Erkenntnis ist, zu der man nichts mehr sagen kann und deswegen lachen muss. Weil im Lachen ist einem was aufgegangen. Und zwar etwas, was vorher, wie soll ich sagen, unbeweglich oder steif oder stumm war. Im Lachen öffnet sich irgendeine Klappe, die eigentlich auch sagt, halt die Klappe. Das sind jetzt aber jetzt nicht nur so Sprüche, sondern Lachen, Krachen, mit Lachen öffnet sich was, von dem man weiß, jetzt red mal nicht. Du musst darüber lachen, dass du eigentlich dazu gar nichts sagen kannst. Aber es ist eine Form der Einsicht in eine Tiefe. Das heißt, ein Bewegungsvorgang. Es bringt etwas, es ist in dir selber, gerät urplötzlich was in Bewegung, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Und deswegen musst du lachen. Und dieser Bewegungscharakter, den hat man ja auch beim Weinen. Und insofern Lachen und Weinen, man soll es nicht meinen, sagte man früher immer, das gehört zusammen. Und das sind Bewegungsvorgänge in der Seele, die etwas aufwühlen, was unter Umständen schon viel zu lange verhärtet war und verklumpt war und unbeweglich war und steif war, verschlossen war, starr war. Und da kommt durch das Lachen, da leuchtet einem etwas ein, da kommt ein Licht ins Spiel, mit dem man, was einen aber nur verwundert. Also da ist jetzt nun auch der Begriff des Wunders mit im Spiel. Und der Begriff des Spiels ist mit im Spiel. Und wenn man darüber nachdenkt, dann muss man eigentlich lachen. Da tut sich was auf. Da leuchtet ein Licht auf. ja, mitten in der Finsternis. Und wenn man sich das klar macht, also da an diesem Punkt zumindest mal eine gewisse Klarheit erreicht hat, hat man dann auch wieder einen Zugang zu den alten Bildern, die man als Kind so geliebt hat. Und wenn die wieder aufgehen, dann merkt man, wie in einem selber eine Art ganz tiefer, ein tiefer Schatz steckt. Wie so eine Art Ressource, aus der dann genau die Energie entstehen kann, die man sonst nicht mehr hat. Das ist irre.